Doch. Weiter geht's und ab. Lasst uns das elende orange Schwein erledigen. Jetzt bin ich nur gespannt. Oh. Na, wenn das nicht der seltsam aussehende Junge ist. Soll das mit sein? Ich dachte, alle möglichen großen, starken Leute würden gegen mich antreten. Ich kann jeden hier schlagen. Ganz gleich, wie viele es sind. Warum? Weil dieser Ort das sag ich dir nicht. Deine Aufgabe ist es, das herauszufinden. Du findest es heraus, wenn ich dich zerquetsche. Hey. Ach, verdammte Scheiße. Die Sau ist gut. Aber. Ich glaube, ich muss gleich mal hoch. Jetzt komm! Verdammte Scheiße! Was bist du für ein Schwein? Das ist echt eine harte Nuss. Ins Freie muss ich auch noch treffen. Du elendes Erdschwein. Mir nur 2 Leben gekostet. Juhu, und das auch das Dorf Bacchus ist befreit. Ja, und jetzt sehen sie auch viel besser aus als vorher. Sagt man. Yo. So. Dann gehen wir jetzt noch in den Uhrturm, ob es da was Neues gibt. Und dann porten wir uns zum Baum der Weisheit. La la la. La 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 la. Wie war das? Der Saft, den ich gemacht habe, war nicht schlecht, was? Was sagst du? Du warst im Masakali-Fluss schwimmen? Der Fluss ist bekannt für seine schnellen Strömungen. Ich kenne niemanden, der ihn durchschwommen hätte. Sag mal, glaubst du, jemand, der so mutig ist wie du, könnte mir einen Gefallen tun? Bestimmt hast du bereits bemerkt, dass die Uhren auf den Stunden stillstehen. Um die Zahnräder wieder zum Laufen zu bringen, müssen wir die Maschine in Gang bringen. Leider gibt es dabei eine Menge Probleme. Vielleicht kannst du es dir ja mal ansehen. Ich sorge dafür, dass du die Fabrik und das Eisschloss durchqueren kannst. Okay, ich tue mein Bestes. Ich bin ausgebildeter Zahnradfachexperte. Hui.
das Titeldrama Solo, das geht so. So. Was erwartet uns hier? Das muss die Fabrik sein. Oh Mann, das Eisschloss sieht jetzt völlig wertlos aus. Mann, arg, was? Du hast gelauscht, nicht wahr? Was? Ich glaube, der Maschinenturm ist hinter der Tür. Aber wie du siehst, lässt sich nicht öffnen. Die haben schon lange niemand mehr angerührt. Selbst der Generator da drin steht still. Nun, sieh dir das an. Das wirft ein schlechtes Bild auf das gesamte Tor. Tja. Gehen wir mal hier rein. Da gucken wir mal. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Aber hier ist wirklich gar nichts los. Also für die Maschinenfabrik, da sehe ich schwarz. Da sehe ich schwarz. Schauen wir uns das andere noch an. Ob das was bringt. Achso, hier lang. Ach so. Yeah. Hallo da. Es war harte Arbeit, diesen Bonsuchi zu finden. Ich studiere den Pilz zwar schon lange, seit langem und habe etwas sehr Interessantes herausgefunden. Willst du wissen, was es ist? Nun, warum bleibst du nicht ein Weilchen und hörst mir zu? Hast du je von den Blumentränen gehört? Man kann sie aus dem Blumen im Pilzwald gewinnen, aber man braucht dazu eine spezielle Flasche. Ich habe herausgefunden, dass man diese Flasche von den gelben Bonsuchis erhalten kann. Er hat vor langer Zeit im Pilzwald gelebt. Nun, da die bösen Schweine den Flug über den Wald verhängt haben, kannst du die Flasche vielleicht erhalten, wenn du den Flug aufhebst. Du sollst mich doch nicht unter Druck setzen. Oh, und noch etwas. Es gibt nur eine einzige Blume im Pilzwald, die Tränen vergießt. Es ist diejenige, die nicht blühen kann. Mit dem Erweckungspulver von den anderen Bonsuchis kann man sie zum Blühen bringen. Oh, die Tür zum Eisenschloss. Die Tür ist so alt. Die lässt sich wahrscheinlich nicht öffnen, wenn man sie mit einer Bombe in die Luft jagt. Muss sie nur öffnen. Ich brauche eine Bombe. Ich soll eine Bombe machen? Was bist du doch für ein leichtgläubiges Kerlchen? Das sollte er mit sein. Ich glaube, niemand hat sich bislang die Mühe gemacht, diese Tür öffnen zu wollen. Da fällt mir ein, ich habe sogar eine Bombe. Ich habe sie vor langer Zeit gemacht, aber sie ist gefährlich und ich hatte keine Verwendung für sie. Also habe ich sie im Urwald auf dem höchsten Baum versteckt. Sie sieht wie eine Kokosnuss aus, ist aber in Wahrheit eine wirklich mächtige Bombe. Selbst die Eisentür wird diese Bombe nicht standhalten. Sei jedoch ganz vorsichtig.
Wo geht's denn hier lang? Hä? Da geht's einfach ins Nirgendwo, oder? Alles klar. Alles klärchen. Aber da bekommen wir auf jeden Fall den Treibstoff für unsere Rennstrecke. Da bin ich mir ganz sicher. Yeah, der Baum. Yeah, das tut gut. Das tut gut. Yeah, ist die andere Seite. Oh, ja, herrlich. Wo bin ich stehen geblieben? Oh ja. Ja, ganz hervorragend. Yippie! Yeah. Einmal noch. Oh ja. Wunderbar. Ja, 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 ja. So, und dann würde ich sagen, springen wir mal die Eisentür auf. Oh, hier lang. Yeah. Oh Mann! Wo geht der denn hin, der Tommy Mann? Er bricht die rostische Tür auf. Gleich mal ab hinein da. Yeah. Wir brauchen Kraft. Nun, ich schulde dir sicher einen Gefallen. Sag mal, du bist doch auf der Suche nach dem bösen Schwein. Warte, hier, okay? Das heißt, beim großen See oberhalb der Wasserfläche lebt ein Tau, 10.000-jähriger Weiser, der alles über die bösen Schweine weiß. Warum besuchst du ihn nicht? Das Dorf einen Anfang durchqueren, um zur Spitze des Wasserfalls zu gelangen. Der Umweg ist zwar lästig, aber viel Glück. Es ist die Tür offen. Die Tür zum Teich ist abgeschlossen. Hier, nimm dies. Das ist der Schlüssel zur Tür am Teich. Yeah! Fahre mit dem Floß vom Hügel des alten Baums zur verwunschenen Villa zurück. Ich lasse das Floß bei der Fabrik. Nimm es dir ruhig. Yeah! Eine lustige Floßfahrt mit gutem Weißbier. Okay, das weiß ich, klar. So. Da wird ja wohl das Floß hier irgendwo sein, oder? Hier nicht. Andere Seite vielleicht.